Hey und willkommen zu einer neuen Runde Paladins. Mein Name ist Latox und heute spielen wir mit Willow. Ich nehme das damit. Und. Prepare for battle. So haben die. Ich glaube, ich nehme Helden mit, weil ich nicht so viel Leben habe. Und ich finde es interessant, dass sie sie vom Pferd ziehen lässt. Und weit einfach nur fliegt. Ich habe schon lange kein Paladins mehr gespielt. Seit dem letzten Video nicht mehr. Weiß nicht, wie es mit dir wird. Ich spiele sie gerade noch zum ersten Mal. Deshalb. Bitte um Vergebung. Wie weit fliegt das? Sehr weit. War nicht weit genug. Und man hat eine Animation, wenn man geworfen wird. Oh, hi Marco. So. Es ist schwieriger, mit der Granate zu greifen, als erwartet. Oh. Soll ich mal heilen? So. Oh, hi, Kinesa. Ich komme mir gerade irgendwie nicht so ganz klar. Aber erstmal Anti-Heal und eine Granate. Okay, das ist gerade doch etwas doof. Er ist tot, sehr schön. Und dieser Schuss ging ganz knapp an mir vorbei. Ui. Anti-Heal, Granate und sterben. Perfekt. Ach man. Ich wollte es eigentlich erwischen. Ich bin leider etwas zu weit vorgegangen. Ich sollte mir. Ich hole mir mal Reload Speed und ich sollte mich. Oh. Schön, dass unser Marco einfach irgendwo herumsteht. Ich dachte schon, ich wäre das. Aber ich habe meine Ulti. Obwohl die ja eigentlich nur ist, dass ich fliegen kann. Was ich so ein bisschen schade finde. Ach ja, ihre Fähigkeit mit Q wärst du diese Granate, die noch in kleine aufteilt. Mit F kann ich halt in der Richtung dashen mit dem Rechtsklick. Mit dem Rechtsklick ist es so, dass ich halt so eine Anti-Heal-Fläche schießen kann. Und es gibt dieser Flächenangriff. Nee. So, jetzt sollte auch die Granate rein. Und jetzt am besten mal den hier töten. Cool. Double Kill. So, ich sollte eigentlich meine Ulti nutzen, sie bringt mir halt hier irgendwie im geschlossenen Bereich nichts. Und sterbt alle, genau. Perfekt. So, wir haben sie alle zurückgestoßen. Geschlagen, gedrückt, wie auch immer. Nein, da ist sie nicht. Ah, da ist sie. So, erstmal alle zu 10. Ich sollte eigentlich ulten. Ey, cool. Dieser Splash Damage ist halt ziemlich stark. Und ich glaube, sie ist wirklich ziemlich OP. Oh, da wurde ich fast gehuckt. Zum Glück wurde ich das nicht. Sonst wäre ich. Obwohl, nee, ich wäre ja nicht tot. Das ist ja kein Rotor. Der Core wohnt zum Glück nur teilweise. Halt, stirbt. Dankeschön. Und den Bubbles ausweichen. Und der Granate. Puh, okay. Hey, so. Granate dahin und. Ich bin unstoppable, ohne irgendwie was zu machen. Ich hab noch einen Kill bekommen. Nehme ich gerne. Wow. Die ist doch wirklich etwas sehr stark. So, ist er hier? Nein. Aua! Aua? Ach, der war über mir. Ich dachte irgendwie, der ultet bei meinem Team, aber dann hat er noch auf mich geschossen. Na gut. Wenn er es denn so wollte. Nochmal Cooldown. Kann ich mehr Granaten werfen? Ja. Ich finde diese Flügel-Animation cool. Der Pyrus macht es sehr gerne. Irgendwas mit Flügeln. Zum Beispiel auch mit Nemesis und Co. Hey, bleib da unten. So. Halt! Nein, aber. Hat sie mich mit dem Detonieren getötet? Ich glaub schon. Ja, hat sie. Verdammt. Die haben irgendwas gegen mich. Aber ich kann es auch verstehen, ich meine. Wir schauen, wie ich raus war. Ich frage mich aber nur, wie ich gerade so schnell die Ulti hatte. Ich meine, ich habe nicht so viel Schaden gemacht oder so viel gegen ihn getötet. Ziemlich komisch. Naja. Ich akzeptiere es aber trotzdem gerne. Ist da jemand? Oh. So. Tschüss. Nein, nicht reinsaugen. Dankeschön. Ich muss sagen, mir gefällt diese Ulti hier mehr als die von Zaya. Ich weiß nicht wieso. Ob
das ist cool, weil sie auch halt von so weit herangesaugt werden. Halt, stopp bitte. Genau, bleib dran stehen, Kinesse. Sehr schön. Oi. Hey, und Roxas. Ah, verdammt. Ah, das war doof. Ich würde gerne ulten, aber ich bin ja in dem Moment. Channel ich das ganze Jahr und dann wäre ich tot. Schade. Ich glaube, ich sollte mir Heal holen. Einfach nur, weil ich die ganze Zeit die Gene, weil ich im Spawn ärgere. Oder fast im Spawn ärgere. Sie sind eigentlich ein super Flank, aber sie sind unter Damage-Kategorien. Natürlich bleibt in der Wand hängen. Nein, keiner Challenge Makoa. Obwohl, doch, vielleicht. Wenn mein ganzes Team da ist, gerne. Tschüss, Ceres. So. Und sollte noch töten. Noch sie töten. Bleib da! Hat mal Manti hier fällt. Oh, stimmt, sie kann hier wirklich Schaden machen. Puh. Nein, ich will weg hier. Tschüss. Ah, verdammt. Ich hätte sie nicht aktivieren sollen. Ich dachte, dass es schneller channelt und ich vielleicht noch wegkomme. Aber leider nicht. Oh, ich bin, glaube ich, in die Kugeln reingeflogen. Das ist halt auch nicht so gesund. Ach, Mann, blöde Ecken. Zu blechen Ecken stecken. Das waren drei. So. Schnell, Team. Oh. Hört auf mich zu schießen. Ach, doch gar nichts. Und ich habe einen Double Kill durch die eine Granate bekommen. Die ist wirklich viel zu stark. Ui. Anti-Heal-Feld und Granate. Jetzt einfach rein spam. Schade, hat mich erwischt. Ich warte kurz, bis ich voll geheilt bin. Das ist ja, dass ich um die anderen kümmern muss. Ui. Oh. Ups. Ah, gut, lauft halt rein. Fliege ich mal von hier oben dorthin. Hallo, ich bin über dir und ich hänge in der Decke. So. Nein. Ich hab's ja weggeschafft. Halt, töte ihn, töte ihn. Na, nein, ich bin noch gestorben. Verdammt. Aber das Schöne ist, wir haben es geschafft. Ja. Das heißt, wir müssen noch bis N60 pushen, da haben wir gewonnen. Sehr, sehr schön. Und Ceres ist nicht Ceres. Willow heißt sie. Oh, ich kann... B. Ah, im Mund, genau. Sie lacht einen aus. Ich weiß nicht, wieso sie ihr so eine quietschige Stimme und so nerviges gegeben haben, aber... Ja, ja. Hyrus halt. Alles, was mir rauskommt, ist OP und nervig. Ach, mein... Sprays. Ach, ich habe immer nur noch die gleichen Sprays. Sie müssen mehr Sprays einfügen. Ich muss einfach bekommen... Machen wir die Schaden? Ich weiß es gar nicht. Ich finde nur das Geräusch cool. Hä? Wieso fühlt sich so an, als würde ich hier so hochhüpfen? Aber hier dann nicht. Hat sie eine spezielle Fähigkeit? Glaub mir. Oh. Tschüss, Kinesse. So. Ich hab grad vergessen, dass wir eigentlich hier hinten sein müssen. Weil hier vorne das Ding pushen. Tschüss, Makoa. Hier, nehmt die Granate. Du musst das Ceres entfernen. Halt. Ja, cool erwischt. Sehr schön. Pusht mein Team? Ja, sie pushen. Yay. Läuft besser als erwartet. Soll ich da jetzt vorgehen und die ärgern? Ja, mach ich. Aua. Puh, das war mein Tod. Ach Mist, ich wollte es auf Makoa schießen. Wird geheilt. Na gut. Dann komme ich mal hier hoch. Hier für dich, Ceres. Bleib bei der Granate, ach man. Das ist halt der einzige Nachteil daran. Halt. Aua. Okay. Revolver, null Schaden. Hä? Wieso hat er einen Kill bekommen? Nein, ich glaube, es ist ein Bug, dass da null Schaden dabei steht. Weil es dann eindeutig mehr als nur Schaden. Hier ist schon wieder so ein großer Sprung. Geht er sich irgendwie auf? Ich meine, es würde keinen Vorteil erbringen. Würde ich jetzt behaupten. Genau, lauf rein. Perfekt.
So. So, dann noch ihn. Ah, sie ist tot. Und push das Payload. Ich gehe davor, obwohl ich nicht mehr lange fliegen kann. Sehr schön. Hey, guck mal, perfekt. Und jetzt haben wir gleich gewonnen. Schneller, Payload, schneller, ich halte sie auf. Nein, ihr bleibt dort. Nein, ich bin noch gestorben. Aber ich habe sie abgelenkt, denn jetzt hat mein Team es durchgepusht. Ja, nein, vielleicht. Sicher ich. Gewonnen. Da war mein Opfer doch nicht umsonst. Hey, war noch eine sehr, sehr schöne Runde. Gutes Wochen. Ziemlich sehr starke Champion. Ich habe das Play of the Game. Wie auch immer das heißt. Top-Play, genau. Mal sehen. Welches von den vielen Malen war es das? Ach, das gerade eben. Ich dachte mir gerade irgendwie so, ich könnte ein Play of the Game draus machen. Gehe ich hier hoch. Und, ja. Echt unspektakulär. Aber so sind halt diese OP-Champions. Einfach mal gewinnen. Na gut, dann, hey, eine coole Runde. Eine schnelle Runde, kann ich die jetzt heute noch random raushauen. Na gut, dann vielen Dank fürs Zusehen. Was euch gefallen hat, lasst euch bewerten oder vielleicht ein Abo. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.